Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Spätausgabe der Zeit im Bild. Gesundheitsminister Anschober will Reiserückkehrer aus Kroatien verstärkt auf das Coronavirus testen lassen, auf freiwilliger Basis. Von gestern auf heute sind 303 neue Infektionen offiziell gezählt worden. Ein Drittel davon sind Rückkehrer aus dem Urlaub. Ab Montag Mitternacht gilt für ganz Kroatien die höchste Reisewarnstufe. In der Region Istrien stößt das teilweise auf Unverständnis. Die neuen Infektionen, die gemeldet wurden, die betreffen andere Regionen, die von uns teilweise hunderte Kilometer entfernt sind. Am Campingplatz nahe des kroatischen Badeorts Poric sind seit gestern Stellplätze frei. Die große Rückreisewelle hat noch nicht eingesetzt. Ich bleib bis Samstag. Schauen wir mal, wie es bei der Grenze ist, sonst bleibe ich 14 Tage in Quarantäne. Kroatien-Heimkehrer haben bei der Einreise nach Österreich heute weder am Karawankentunnel noch an steirischen Grenzübergängen Probleme. Ganz anders schaut es in die andere Richtung aus. Kilometerlanger Stau durch deutsche Urlauber, die am Karawankentunnel oder in Spielfeld Richtung Süden wollen. Wenn Sie wieder zurückreisen, dürfen Sie in Österreich nicht anhalten. Der Innenminister will Ihnen dafür Auflagen erteilen. Dass man nachweisen muss, dass man durchtransitiert, dass man den Wohnsitz auch in der Bundesrepublik Deutschland etc. nachweist. Bundeskanzler Sebastian Kurz fordert heute schärfere Grenzkontrollen. Quasi von der eigenen Regierung, lautet die Kritik der Opposition. Gesundheitsminister Anschober lässt daraufhin wissen, er habe bereits gestern schärfere Grenzkontrollen ab Montag angeordnet. In der Causa Casinos gibt es neue Vorwürfe gegen den umstrittenen FPÖ-nahen Ex-Vorstand Peter Sidlow. Wie das Nachrichtenmagazin Profil berichtet, soll er damals als Casino-Manager einen vertraulichen Entwurf für ein Glücksspielgesetz verlangt haben. Sidlow soll die Ministeriumspapiere von einer Informantin aus dem Büro des früheren FPÖ-Finanzstaatssekretärs Hubert Fuchs gefordert und dann seine private Mailadresse zugeschickt bekommen haben. Das würden Handy- und E-Mail-Auswertungen der Staatsanwaltschaft zeigen, berichtet Profil. Schon länger vermuten die Ermittler in der Causa einen geheimen Deal um Glücksspiellizenzen. Alle Beschuldigten streiten das ab. Dem weißrussischen Machthaber Lukaschenko werden die Proteste gegen seine mutmaßlich gefälschte Wiederwahl immer mehr zur Belastung. Heute hat er Russlands Präsident Putin um Hilfe gebeten und er scheint diese auch zu bekommen. Die Opposition protestiert seit Tagen gegen Lukaschenko. Durch die anhaltenden Demonstrationen auf den Straßen und Streiks in staatlichen Betrieben gerät Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko immer weiter unter Druck. Er vermutet hinter den Demonstrationen eine Verschwörung aus dem Ausland, die nicht nur Weißrussland bedrohe, sagt er. Die Gefahr sei so groß, dass er auf die Hilfe des russischen Präsidenten Wladimir Putin angewiesen sei. Nach einem Telefonat soll Putin heute Unterstützung zugesichert haben. Wie diese aussehen wird, ist noch nicht klar. Die heutigen Proteste in der weißrussischen Hauptstadt Minsk verlaufen friedlich. Die Demonstrierenden gedenken eines Mitstreiters, der bei Zusammenstößen mit der Polizei ums Leben gekommen ist. Das werden wir euch nicht vergessen, rufen sie. Die Sicherheitskräfte bleiben heute im Hintergrund. Viele Protestierende fordern sie zu Solidarität auf. Die blutigen Auseinandersetzungen der letzten Tage sollen sich nicht mehr wiederholen. Der Amazonas-Regenwald in Brasilien brennt wieder verstärkt, ähnlich wie schon im vergangenen Jahr. Nicht allein die Trockenheit ist der Grund, sondern vor allem auch Brandstiftung durch Landwirte, die Weide- und Ackerland gewinnen wollen. Aufgrund der Trockenheit ist der Amazonas-Regenwald besonders zwischen Juni und September anfällig für Brände. Doch in den letzten Jahren nehmen diese massiv zu. Im Vergleich zum Vorjahr sollen sie im Juli um rund 28% gestiegen sein. Der Grund? Brandstiftung. Das Feuer ist eine Folge der Abforstung. Wenn man gegen das Feuer etwas tun will, muss man dagegen ankämpfen. Es sind vor allem Bauern, die das Feuer legen. Sie erhoffen sich dadurch neue Flächen für den Anbau von Soja oder Viehzucht. Dass wenig dagegen unternommen wird, liegt auch an dem jetzigen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Bereits im Wahlkampf gab er bekannt, das Regenwaldgebiet auch wirtschaftlich mehr nützen zu wollen. Der kaputte Öltanker vor Mauritius ist offenbar auseinandergebrochen. Das berichten lokale Medien und das zeigen auch Bilder aus der Luft. Das japanische Schiff ist vor gut drei Wochen vor der Trauminsel auf Grund gelaufen. Wegen des starken Wellengangs vergrößerte sich der Riss. Aus Angst, dass der Frachter komplett auseinanderbricht, wurde in den Tagen zuvor das restliche Öl aus dem Schiff gepumpt. Insgesamt sind dennoch mehr als 1000 Tonnen Öl in den Ozean geflossen. Zahlreiche Einsatzkräfte und freiwillige Helfer haben versucht, die Umweltkatastrophe noch zu verringern. Und hier sind die Wetteraussichten für Österreich.
Morgen am Sonntag ist es nach Norden hin länger sonnig, sonst bleibt es wechselhaft und vor allem entlang und südlich des Alpenhauptkamms entstehen tagsüber wieder Schauer und Gewitter. Dazu ist es morgen schwülwarm bei 24 bis 30 Grad. Auch zu Wochenbeginn geht es unbeständig weiter. Ausgehend vom Bergland breiten sich Tag für Tag Regenschauer und Gewitter aus. Länger sonnig ist es im Flachland. Die Temperaturen bleiben auf sommerlichem Niveau. Und mit diesen Aussichten wünschen wir Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.